Leute, heute kommen wir zu einem Tipp, den jeder Brave Main kennen sollte und ich bin mir sicher, viele von euch kennen den tatsächlich nicht. Ich habe ihn vor kurzem erst entdeckt und muss euch diesen unbedingt zeigen. Ihr könnt nämlich das Portal verschwinden lassen, wenn ihr wollt. Es gibt Gründe, warum das so passieren sollte. Wenn ihr das Portal nur für eure Teammates benutzt, dann ist das natürlich Käse. Aber in erster Linie, wenn euch Teams verfolgen, wenn euch Gegner quasi irgendwie pushen, ihr benutzt das Portal, macht euch noch unsichtbar und wenn ihr 50% der Strecke des Portals überschritten habt, bekommt ihr ja einen Geschwindigkeitsboost. So könnt ihr ja nochmal schneller weglaufen. Wenn ihr jetzt verhindern wollt, dass euch Teams pushen, euer eigenes Portal quasi verwenden, gibt es folgenden Trick. Es gibt aber einen riesen Haken natürlich dabei, dass das funktioniert. Ihr müsst unbedingt eine Lootbin finden, die geschlossen ist. Achtung, Portal draufsetzen, Lootbin öffnen und zack, schon ist das Portal Geschichte. Das finde ich extrem krass. Wie gesagt, wenn ihr irgendwann im Endgame seid, wird es wahrscheinlich schwierig, einen Spot zu finden, wo die Lootboxen noch geschlossen sind. Deswegen, das funktioniert ausschließlich nur dann, wenn die Lootbox geschlossen ist. Das sollte klar sein und kann extrem hilfreich dafür sein, dass Gegner euer Portal zum Pushen gegen euch selbst verwenden. Das war's schon wieder von mir. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis zum nächsten Mal. Rein, ciao.